Müssen wir denn jetzt? Schätz mal hier hin. Aber schießen da wieder. Drauf an. Freundchen. Hören wir mal auf damit. Da. Das ist auch mal gut, ne? Wieder eine schöne Musik hier. So, einmal kurz nachladen. Da oben kommt schon ein bisschen Ladung. Und nochmal nachladen. Wir gehen mal hier runter, ne? Ja. Aber doch ein bisschen vorbereiteter, bitte. Das sah schön aus, aber ist ziemlich nutzlos. Das war meine. Ich hatte die einzige Granate weggeworfen, die ich besaß. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Verschwendet haben wir sie. Das ist ein bisschen dramatisch, wie der da wegfliegt, findest du nicht? So übertreiben musst du jetzt auch schon wieder nicht. Das ist schön. Ich bin auch gern. Der Grube. Ich suche einen Weg hinauf. Okay, die Söldner wollen nicht, dass wir abhauen. Dann so, beim letzten Mal gab's genau an der Stelle einen kurzen Cut. Nämlich OBS ist abgeschmiert. Großartig, aber ja, Max hat einfach nur gesagt, dass sie keinen Bock haben, dass wir abhauen. Und ja, mehr haben wir auch nicht verloren. Zum Glück, das ist mir ziemlich schnell aufgefallen. Nachricht vom Boss, Planänderung, wir hauen hier ab. Die Situation wird anders gelöst. Und wie? Die Söldner haben genug. Sie packen ihre Sachen. Packe meinen Koffer und nehme mit. Max Payne. Der beschützt uns nämlich. Hier ist ein Lift. Ich fahre nach oben. Okay, ich sehe den Lift. Ich bin gleich da. Die Cleaner sind weg. Alles klar. Das Abfeuern deiner Waffe ist eine binäre Entscheidung. Abdrücken oder nicht. Stopp! Warten Sie! Halten Sie sich raus, Max. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. So sicher wie die Kugel durch Fleisch, Organ und Knochen des Opfers fährt, wird das Bild des Mannes, der den Abzug zieht, zerstört. Ganz ruhig. Zurück, Payne. Blicke ich zurück, sehe ich dieses Bild. Diese Momente. Weiß wie Schnee, töten dich, verändern dich. Du stirbst und lebst weiter, neugeboren. Nein, Mona! Winterson! Schüsse!
Hier entlang, schnell! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben, halt! Ah! Detective Winterson! Officer getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Der böse Geist der Grube. Egal wie lange du brauchst, um nach oben zu klettern. Der Fall dauert nur einen Augenblick, wie bei einer Sucht. Ich träumte von meiner Frau. Darin tötete ich sie für meine Geliebte. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden, Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er steht unter Schock, zwei große Zugänge intravenös. Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Typ ist am Ende. Wir verlieren ihn. Ich hatte Mona gewählt. Ich fühlte mich, als hätte ich sie verloren. Du bist ein Engel, Max. Oh, ah, ja. Max. 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 Oh, Max. Jetzt sind wir wieder hier aus der Szene vom Intro. Damit begann das Spiel. Nur jetzt verfolgen wir Mona. Das ist also passiert. Max hat Winterson umgebracht, als er sich für Mona entschied. Max. Denk, verdammt, denk. Denk, denk. Halt. Halt. Ich komme dahinter. Ich kann alles erklären. Ich krieg's wieder hin. Ich mach's wieder gut. Denk, denk. Okay, wie im Knast. Ich hab sie getötet. Meine Frau. Mein Baby. Sie erschossen. Hab sie unter den Rosenbusch im Hinterhof begraben. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Zane. Schizophren? Mona! Ja, gib's mir! Ja, gib's mir! Ja, ja! Weil das von dem einen Mal, als die Cleaner hier alles gesprengt haben. So viele Leichen. Kein einziger Cleaner. Mona Sex wird in Max. Halt! Halt, warten Sie! Halten Sie sich da raus, Max. Sie machen es nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. Ganz ruhig. Zurück, Payne. Nein, Mona. Winterson. Schüsse! Hier lang, schnell! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben! Halt! Ah! Officer getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Binäre Wahl.
Choice-Möglichkeit. Nee, Wahl. Wahl passt da eher. Möglichkeit ist Possibility. Pain. Pain. Sie müssen Pain. Den Fall lösen. Wir wurden verraten. Finden Sie heraus, wer. Lösen Sie den Fall. Versprechen Sie es mir, Pain. Bleiben Sie Ihrem Abzeichen treu. Finden Sie heraus, wer es war. Pain. Er ist also auch bei der Explosion umgekommen. Das dachte ich mir schon, aber... Ja, kann auch sein, dass es jetzt alles nur im Kopf ist, aber die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass Bravara gestorben ist. Oh Max, Gott. Sie ist eine Mörderin, Max. Sie ist hinter uns her. Sie ist eine von ihnen, Max. Zurück, es ist ihre Pain. Pflicht als Detective. Pflicht? Ist das alles, was sie können? Zu spät, Max. Sie stehen wegen Mordes unter Arrest. Was? Ich tue das für dich, Max. Eine Kugel in den Kopf. Ich kann die Qual beenden. Max, bleib zurück. Wintersons Apparat? Vlad? Zu spät, Max. Sie stehen wegen Mordes unter Arrest. Ich tue... Plötzlich stehst du vor den Überresten deiner eigenen Schöpfung. Bleibst du dort, die Augen geschlossen, Angst dich zu bewegen, in der Hoffnung zu verbluten? Oder kriechst du hinaus, hilfst deinen Lieben und sorgst dafür, dass sich das Feuer nicht ausbreitet. Das ist Ihre letzte Warnung. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Die ganze Zeit haben wir das Märchen vom Dornröschen falsch verstanden. Alle Einheiten in Position. Wir sind bereit. Der Prinz hatte sie nicht geküsst, um sie zu wecken. Nach 100 Jahren Schlaf wacht niemand wieder auf. Okay, Leute, macht euch bereit, reinzugehen. Wir sind soweit. Es war genau andersrum. Er küsste sie, um selbst aus dem Albtraum aufzuwachen, der ihn dorthin gebracht hatte. Krankenhaus. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Im Schnelldurchgang von dem hier zu Wintersons Leiche im Leichenschauhaus des Hospitals. Ich war ein Mörder. Ein Kopfkiller. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht wählen kann, wie man sich fühlt. Ich hatte lange genug am Boden der Grube gelegen. Zu lange. Die Söldner der Reinigungsfirma wollten zu mir. Ich brauchte eine Waffe. Musste an ihnen vorbeikommen. Hoffentlich würden die Schmerzmittel reichen, um mich auf den Beinen zu halten. Bella? Mitchum hier. Das war ich. In der Lobby fast gehabt. Nein, er war da. Er hat versucht, Wir haben ihn versucht. Ja, habe ein paar Gasflaschen getroffen. Im Leichenschauhaus, da sitzt er in der Falle. Okay, behalte. Kann mich gar nicht mehr bewegen. Kann mich nicht bewegen. War das so? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen broken. Okay, dann gehen wir mal durch. Jetzt ist es soweit, Pain. Wie blöd muss man sein? Da drin waren sie sicher, dämlicher Penner. Ja, das dachte ich mir auch. Wie blöd kann man sein? Aber was ist denn jetzt mit dem Spiel los? Das ist aber nicht so geil.